Hallo Tobi, mein guter Freund, hast du heute Abend vielleicht versäumt? Um 21 Uhr wollten wir uns treffen und stattdessen ist es jetzt, wie spät ist es eigentlich? 3:03. Toll Tobi, danke. Ja, sorry, ich war wieder zu spät, ich habe wieder nur Meetings gehabt, E-Call und es tut mir leid, ich habe mich da verquatscht und habe wieder 8 Stunden mit dem Onkel Jo wieder Podcast aufgenommen heute Mittag, das tut mir echt leid. Und dann ja. Noch hier eine Unterschrift, da noch eine Unterschrift. Du solltest dich einfach schämen, Tobi. Ja, also ich hast mich einfach eine Stunde im Discord warten lassen, das ist sehr grob von dir. Ja, Erik, so ist das halt, wenn man Geschäftsführer von einer Firma ist. Ja, Mann, Tobi, ich hatte keinen Bock mehr. Ich würde jetzt gerne hauen. Was ein Tag. Oh, zum Glück geht das hier drin nicht, zum Glück. Oh, was ein Tag. Tobi, nimm dir doch von der Groben hier. Nimm dir doch von der alten Groben. Von der groben Fetten? Ja, von der Berufsschule ist. Ja, genau die. Ja, wir haben letzte Folge die Updates gemacht, deswegen können wir jetzt ja mehr mitnehmen. Das ist ja ganz cool eigentlich. Und wir haben aber auch neue Nachrichten und so bekommen, habe ich gesehen. Cool. Und aus der Alien-Forschung. Sag mal, Übertragungsfragment 1 und haben wir 4 schon gesehen? Nee, 4 ist neu. Ich glaube nicht. Aber 7, haben wir 7 schon gesehen? 7 haben wir uns, glaube ich, angeguckt. Die 4 hatten wir letztes Mal gefunden, haben dann gemerkt, dass wir die falsche Reihenfolge gefunden haben. Ja. Ja, wollen wir die 4 mal kurz angucken? Ja. Ich bin sicher, das gibt den Zuschauern auch genau einen Aufschluss darüber, was hier überhaupt los ist. Auf jeden Fall. Ne, also da. Star Wars war doch auch rückwärts. Richtig, also wir wissen, Tobi und ich wissen schon Bescheid, wir haben uns schon abgesprochen, wir wissen schon das Ende vom Spiel quasi, wir haben schon alles ermittelt, aber der werte Zuschauer, der hängt natürlich hinterher, klar, wir sind natürlich die Brains hier. Ja, gut. Wir sind quasi RTL und der Rest sind die Zuschauer dann. Okay, komm, wir machen auf 7. 1, 4, 7. Das passt genau ins Muster, was wir gedacht haben. Das ist, jetzt ergibt auch halt alles Sinn, weißt du? Ja, also es ist genauso, wie wir vermutet haben, ist klar. Also, wer das jetzt noch nicht begriffen hat, da ist halt auch nicht zu helfen. Muss man leider sagen. Oh, neue Nachrichten haben wir auch. Möchte Tobi? Ja? Meine Frage an dich, ne? Du bist ja Influencer. Nein. Aber möchtest du mal richtiges Geld verdienen eigentlich? Ach so, ja klar. Ja? Als Influencer ist natürlich Geld für mich alles. Geld, sagst du? Also Cash? Also der allmächtige Dollar? Magst du Geld? Ja, natürlich tust du das, nicht. Tobi. Natürlich tust du das. Willst du mehr Geld? Hallo? Natürlich. Natürlich tust du das. Tobi, sei doch einfach wie ich. Sei doch einfach reich. Wie? Ja, nice. Du fragst mich wie? Ist doch ganz einfach. Halt dich einfach an das Vermögenssystem von Chip Richman. Schritt 1. Ach so, ich dachte, ich soll dem Link in der Videobeschreibung folgen. Ja, ähnlich. Pass auf, der erste Schritt ist, zück doch jetzt einfach mal vor dem Rechner deine Brieftasche. Und dann, der zweite Schritt ist, du musst nur mein unglaubliches neues Buch kaufen, sei einfach reich, anstatt arm zu sein. So, und das war's. So einfach ist das. In diesem 130-seitigen Meisterwerk steckt eine Unmenge wertvoller, gewinnbringender Informationen. Alleine schon die Kapitelüberschriften. Visualisieren, vorstellen, aktualisieren, profitieren. Zertifizierter Reichtum. Ich vertraue nur auf Geld. Wecke dein inneres Geldgenie. Begrab mich mit meiner Kohle. So, was haben wir noch? Ach so. Steuerlücken, opportunistische Kredite, strategischer Bankrott und du. Aller strategischer Bankrott ist einfach so wie bei Bauunternehmungen. So. Ach so, und nur Geld ist gut und stopft das Loch in meinem Herzen mit Gold. Oder mit Amazon-Bestellungen. Geht beides tatsächlich für den Moment. Ich würde auch Amazon-Gutscheine nehmen. Ist für mich auch Vermögen. Ist kein Problem. Du musst also Konsum ersetzt Liebe. Ja, das ist schon lange bekannt. Deswegen, du musst dich nicht mehr bemühen. Abstrampeln für die Liebe. Stattdessen abstrampeln für den Konsum. Da hat ja auch die Wirtschaft was von. Ja, easy. Ne? Und wenn dann Amazon 0 Euro Steuern zahlt in Deutschland, dann kommt das Land so richtig, wird angekurbelt. Das hilft allen. 10. Ja, ja. So, einsam und auf der Suche. Oh, das ist jetzt was. Oh. Willst du das vielleicht vorlesen? Das müsste Funk eigentlich vorlesen. Hallo. Ja, wollen wir den mal anrufen? Der macht das bestimmt. Aber kann ich vielleicht so? Hallo, hört das jetzt anders an? Nee. Hallo. Naja, nicht wirklich, ne? Nee. Ja, toll. Hilft ja viel. Naja. Test. Okay. Gut, na? Ich teste nur. Hallo Mädels. Sucht ihr nach Liebe?
Sucht euer Herz oder Buddy in die Gesellschaft eines leidenschaftlichen, entschlussfreudigen Mannes. Ich heiße Bill Chunk. Ich bin ein 54-jähriger Junggeselle. Wer mich kennt, der sagt, dass ich tagsüber ein richtiger Gentleman bin, aber nachts, sagen wir einfach, dann bin ich ein böser Junge. Igitt. Ein 54-jähriger böser Junge. Das Aussehen spielt übrigens keine Rolle. Das Alter spielt keine Rolle. Ich möchte nur meine Traumfrau finden, die mir beibringt, wie man küsst. Bist du die eine? Ruf mich doch an unter 555-HOSE. Ja, also, das ist schon geil. Also, falls Damen Interessen haben von Bill Bad Boy Chunk, Alter, Chunk hört sich einfach an wie so ein Klumpen, da geht noch was. Ja, bin ich bei. Let's go. Also, ich melde mich da auch unter meinem Online-Pseudonym Sieglinde14. Achso, bevor wir teleporten, sollten wir vielleicht mal gucken, was wir machen, ne? Ach ja, wo waren wir letztes Mal? Wir haben diese komischen Proben gemacht, ne? Das letzte Mal. Wir wollten weiterspielen und wir haben weitergespielt. Die Story, glaube ich, ne? Ja, ich habe jetzt alles, was ich brauche, um den Turm zu betreten und seinen Kern zu aktivieren. Tracking. Und dafür brauchen wir noch Schockfrucht. Schockfrucht, das müssen wir jetzt machen. Erstens, Wissenschaftsrang haben wir fertig gemacht. Damit wir mehr Sachen machen können, müssen wir auch wieder forschen. Oh Gott, das wird furchtbar, diese Experimente. Suche und extrahiere die erforderliche Probe. Wir könnten jetzt erstmal statische Panik machen für den Schockfruchtstabilisator. Den brauchen wir für die primäre Aufgabe. Und wir könnten mit Schockfrüchten endlich diese Tore überall öffnen. You know? Hallo? Mhm. Bist du eingeschlafen gerade, oder? Nee, ich höre dir zu. Achso, statische Panik. Also wir können das erstmal machen. Ja, let's go. Ich weiß natürlich noch nicht genau, wo das ist, aber mal gucken, wir finden das schon hier. Ja, hier die juckenden Felder. Ne, das erhöhte Reich müssen wir in die Slamphibien-Grube, kann das sein? Die ist unten markiert. Ach, hier, ja. Komm mal. Achso, ich bin schon unterwegs jetzt. Ja, hab ich gesehen, aber steht fixed aus. Oh, aktiviere den Turmkern. Ich glaube, das ist Hauptmission, ne? Ne, das ist jetzt die Nebenmission. Also hier können wir gerade noch nichts machen. Oh nein, ich schon wieder hier. Der lebt ja wieder. Ja. Alle leben wieder offenbar. Zwei Fröschkes. Voll der Testo-Klaus, Alter. Aber ich glaube, das war's nicht, was wir jetzt machen sollten, ne? Nee. Oder? Oh, das ist aber nicht so gut. Tobi. Moin, Tobi. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Sicher, dass du die töten willst? Nee, eigentlich nicht. Oh, na gut. Ich glaube, wir haben wir Besuch. Gescannt schon? Ja, haben wir, ne? Ich scanne mal bei dem. Ja, haben wir. Du musst doch den Popo schießen bei dem, ne? Ja, ich scanne mal den da hinten noch. Ja. Alter, jetzt bleib doch mal stehen. Okay. Slamphibien, Heide. Aber Slamphibien haben wir doch schon gemacht. Deswegen wundert mich das gerade ein bisschen. Ja, wir sind da vorne dann durch die andere Tür gelaufen. Hier links ist ja nochmal eine, wo wir dann weitergekommen sind, oder? Oder bin ich gerade falsch? Da ist keine Tür. Oh, da ist nichts mehr. Tatsache. Also wir sind von oben hier reingedroppt und ging es nach unten, glaube ich, weiter, ne? Weil die. Oder ist das hier der Boden schon? Das ist der Boden. Das ist der Boden. Dann waren wir hier an dem Portal oder was? Ja, wir waren nur noch am Portal. Also wir machen gerade das Ding. Hallo, das Ding hier noch scannen. Hallo, liebe Zuschauer, das hier ist eine neue Aufnahmesession, deswegen müssen wir erstmal wieder klarkommen. Wie immer. Ich scanne mal, hier guck mal. I should be able to upgrade a reversal thrust for your jump pack so you can plummet downwards at horrific speeds. Oh. As if you hadn't fallen to your death enough times already. Das brauchen wir, Tobi. Den Stampfer. Nice. Haben wir den Stampfer schon hier, ne? Ich glaube, darauf wollten wir jetzt hinarbeiten, oder? War das nicht so? Okay, wir haben ihn. Cool, let's go. Wir öffnen jetzt alle Stampftüren. Haben wir letzte Folge aufgehört. Cool, stimmt. Ja, hey Tobi. Na, hallo liebe Zuschauer. Hey, wo importen wir? Zu Johnny, to the West. Nee, was? Wo gibt's denn diesen? Achso, reparierte Teleporter. Komm, lass mal dahin gehen, das ist diese gelbe Markierung. Bist du schon unterwegs? Ja. Die Stampfertüren können wir auch alle öffnen, aber müssen wir nicht unbedingt jetzt machen. Weil sonst würden wir wieder backtracken. Was denn? Hä? Das ist warte mal kurz, ich muss nochmal kurz zurückporten. Oh. Was denn? Mein Spiel ist gerade voll rangezoomt. Hä? Hä, hier geht's wieder normal? Wo bist du jetzt gerade? Reparierte Teleporter, ne? Ja, ich glaube. Oh Gott, das war hier. Okay, jetzt geht's.
Hä, hey, what the fuck? Hallo? Ich glaube, der mag das nicht. Boah, Alter, ich bin noch gerade ausgewichen. Ich muss einfach wieder ein bisschen üben gerade, wieder reinkommen. Oder geht das nicht mit Stein, oder? So, jetzt aber jetzt. Hier. Ciao. So, dummes Vieh. Ciao. Du bist so brutal, Tobi. Tobi, du bist so brutal. Tobi. Ich kauf dir einen Schal. Was? Was? Ist ja Winter. Ach ja, die Proben von denen hat man genommen, stimmt, für die Wissenschaftsprobe. Wo hat er denn nicht so Stammverdinger? Weißt du das noch? Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Da müssen wir mal gucken. Die Frage ist... wo kommen wir denn? Ist das denn hier? 50 Meter? Wo ist das denn? Ist das oben oder unten? Oh, da oben ist auf jeden Fall noch so ein Naschi-Ding. Oh Gott. 6 von denen. Rick? Ja? Bist du schon oben? Nein. Kommst du mal bitte? Oh, ja, hier bin ich auch gerade runter. Huch. Was ist das? Ja. Ich nehme an, wir sollten nicht in die Suppe, oder? Ich glaube auch. Okay, Problem ist aber, wir können wahlweise Licht, oder? Was mit Q? Das war mit Q. Was denn? Der fällt irgendwie erst so ein Stück runter immer. Ja, macht er bei mir auch gerade die ganze Zeit. Boah. Kann ich hier vielleicht noch... Ich habe keinen davon gesammelt, glaube ich. Die sind alle runtergefallen. Cool. Kann ich da hinten direkt einen hinwerfen? Nee, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Wo bist du? Ach, da oben bist du. Ja. Oh, das war jetzt... Oh, ich... Bin nicht sicher, ob ich hier oben gut stehe. Oh. Ich sehe vor allen Dingen nichts von hier oben, weil ich viel zu nah am... Fuck, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich sehe nichts, weil hier unten leuchtet's nur. Scheiße, das war nicht gut geplant. Warte mal, ich werf mal hier drüben gerade eins hin. Ja. Mit Q, ne? Ja, genau. Ich werf mal hier eins hin. Ja, ich geh mal wieder zurück. Willst du da rüberspringen von da aus? Ah, okay, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Oh, hier ist so ein Alien-Ding. Oh. Hello. Oh ja, nice. Huch. Wie macht man nochmal Nahkampf? Ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Die linke Maustaste war das nicht, ne? F? Nee. Nein, oh, nein, F war es nicht. Kann doch gar nicht sein. Ach, mit E. Ah, okay. Ja, wir haben schon länger nicht mehr gespielt und parallel andere Spiele gespielt. Das ist mal ein bisschen schwierig. Ich muss das vielleicht mal rechtfertigen, aber es ist halt wirklich so. Ja, ist wirklich so, oder? Man vergisst immer die Steuerung und allem, wenn man andere Spiele zwischendurch spielt die ganze Zeit. Ja, sehr schnell sogar. Das geht sehr schnell. Hast du dieses Alien-Ding hier? Huch, hast du das? Hab ich gescannt? Oh, nice. Oh, na cool, von hier hätte man auch hochspringen können, wie ich gerade sehe. Toll. Wieder raus, ne? So, ja, ich sammle hier gerade nur von diesen komischen Dingern. Habe ich die jetzt mitgenommen? 10 Stück, cool. Hab die wieder voll. Komme ich da auch wieder raus? Hi. Moin. Tag. Oh, schön. Tobi. Er hat mich geschubst. Jeder hat's gesehen. Ach, du heißt gar nicht Timmy TV. Ach so. Hey. Was? Vorsicht. So, okay, das haben wir. Kollege. Hä?
Oh, voll auf den Sack. Voll auf den Sack. Okay, die Frage ist, wir müssen 49 Meter in die Richtung nach oben. Was war das denn gerade? Irgendwer hat mich hier auf dem Kieker. Ist das dieses Lilane, was du meinst? Ich versuche gerade dem gelben Waypoint zu folgen. Nicht mit Lilane, sondern gelben. Der gelbe sind bei mir bei 484 Meter. Hast du eine andere Quest aktiviert? Oh, kann ich das? Nee, ich kann das glaube ich sowieso gar nicht, weil du bist der Chef hier. Oh, ach, hier sind wir wieder. Ja. Wie kommt man denn ins Menü? Komm mal hier nach oben, Tobi. Hä? Da ist ein Haken. Toll. Yes. Super. Oh, hi. Guck mal, hier waren wir schon mal. Das ist schön hier. Ja, das mochte ich. Ja. Ja, ich will nur nicht wieder hochklettern. Nach Möglichkeit. Hä? Hopp. Warum nicht? Oh, nee, wir müssen nach oben. Oh, leckt mich am Arsch. Aber wohin nach oben? Aber da könnten wir doch mit dem Porter ganz sicher hoch, oder? Eigentlich ja, aber... Also ich... Boah, ich krieg schon wieder Schweißausbrüche, wenn ich daran denke, da nach oben zu flitzen. Vor allem sind die Haken halt weg. Ja. Also einer ist wieder da. Toll. Ja. Ciao! Ah, das war nicht so gut. Oh, hey, das klappt ja gar nicht. Hast du gerade auch schon festgestellt? Bisschen ja. Zu weit, ne? Ja, ja, gut, da war ich sehr optimistisch wohl. Keine Ahnung. Ich dachte, das Spiel supportet das, aber leider, naja, ist halt nicht so gut, wie ich dachte. Können wir nicht einfach zu diesem Viech, wo wir durchgebrochen sind, und da dann wieder nach oben? Geht das nicht? Zu dem Viech, wo wir und dann noch... Zu den Fröschen? Wo wir dann durchgebreakt sind und dann können wir da nicht wieder nach oben irgendwie? Wir können es ja mal probieren. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Dazu müssten wir aber porten. Kommen wir von hier zum Port irgendwo? Sag mal, was ist das hier? Von hier kamen wir, glaube ich, letztes Mal, oder? Ich glaube, ja. Okay. Ist der Buch? Guck mal, hier sagt er hier 28... Hä? Warte mal. Ich habe mir den Questmarker gerade genau hier angezeigt, aber irgendwie ist hier gar nichts. Brise. Schnapp dir da eiskalte was? Ach, hier oben hinten kommt man zum Portal wieder übrigens. Warte mal. Warte mal. Bist du runtergesprungen? Ja. Und dann links. Wo bist du runtergesprungen? Ach, hier, wo wir gerade standen. Ja, genau da hinten. Moin. Hallo. Guten Tag, guten Tag. Schön hier, sehr, sehr schön. Also hier braucht man auf jeden Fall, eine gute Orientierung. Sag mal, ist er schon wieder da? Ja, der ist schon wieder da. Aber der ist mir jetzt egal, ich geh jetzt. Hä? Offenbar hat er seinen Schwanz gedreht. Ich dachte, das kann nur Tobi. Ja, mach ich auch, ne? Ich weiß, ist jetzt auch... Boah, hat mir was. Das ist natürlich... Ey. Boah, weißt du, ganz ehrlich. Guck mal, Schwanz gedreht. Hä? Nee, der Schwanz ist erloschen. Muss man erstmal aufsprengen, kann das sein? Vielleicht mag er uns doch gerade, vielleicht hat er nichts gegen uns. Guckt er gerade das nicht an. Ja, moin. Oh! Toll, weißt du, er ist jetzt endlich nett. Ah ja, sein Schwänzchen haben wir jetzt geöffnet. Jo. Hab sein Schwänzchen geöffnet, der ist bestimmt happy. Ja, moin. Tag. So, läuft's hier nämlich. So. Prima. Super easy. So, und jetzt sagst du, wo war denn das? Der Höllenkessel? Nee, wie hieß das nochmal? Die Slamphibiengrube war das, ne? Ja, oder die Säulen von Xorgana, irgendwie sowas. Okay, wollen wir die Säulen ausprobieren? Ich weiß natürlich nicht, ob das... War das da? Das müsste doch dann eigentlich einen weiter oben gewesen sein, oder das Reden von Tibo. Oh nein, dein Discord knackt wieder. Oh, das mach ich gleich. Lass mal nach Slamphibia, da ist doch der gelbe Punkt. Okay. Bei mir ist der nicht. Du hast eine andere Quest aktiviert als ich, glaube ich. Was eigentlich nicht sein kann. Der gelbe Punkt ist bei mir 400 Meter entfernt jetzt. Ja. Und hier kommt man raus, sagst du, ja? Warte, ich schaff mal kurz mein Headset neu. Ja, warte. Oh, hier ein Safety. Hallo. Ist jetzt wieder besser? Ja, ist besser. Oh. Nein. Okay.
Oh, das ist nicht gut. Oh Gott, was ist los? Ja. Au. Alter. Sag mal. Mit dir. Jetzt kannst du, glaube ich, auf mich schießen. Ja? Arschback ist rausgeschossen. Nice. Oh, ich brauche aber mit Gesundheit. Alter! Oh, fuck, ich bin so doof. Habe ich mich genau selber abgeschossen. Oh, Junge. Wie haben wir das letzte Mal geschafft? Hm? Wie haben wir das letzte Mal gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wir waren wahrscheinlich, glaube ich, sehr viel selbstbewusster beim letzten Mal. Ich glaube, da waren nicht beide, ne? Ich glaube, das ist ja das Problem gewesen. Die kamen einzeln letztes Mal, ne? Ja. Ah, ja, ins Maul schießen, stimmt ja. So, einer ist down. Nice. Dann aber auch. Super, Tobi, du bist spitze. Boah, ich hab nur noch 2,5 Lebensdinger. Vorsicht! Huch! Der ist auch down. Nice! Cool. Aber wir kommen hier nicht hoch, ne? So, deine Idee, dass wir hier hoch müssen? Ja, sieh hier, komm mal hoch. Ich bin der Tobi, ich hab das schon 10-mal durchgespielt. Ah, nee, du hast ja nicht fangen. Wo sind die Gerüchte denn her? Ja, wir kommen hier wirklich nicht hoch. Okay, dann lass uns mal einen zurück teleportieren. Ja, warte. Yeah. Ich brauch kurz mein Dopamin. So. Wie er hier auch abräumt, weißt du, so alles. Da oben ist noch eine, komm her. Hat alle Pflanzen inhaliert, wo denn? Hier oben. Ach da. Ach, warte, ich stehe mit offenem Mund unten. Wie Jellybeans. Ja, oder so TikToks. TikToks einfach so. Ja, Mann. Hier ist auch nochmal eine. Also willst du sagen, ich habe Mundgeruch? Nein. So, ja. Aber ich bin froh, dass es kein Geruchs-Discord gibt. Ja, weil ich den ganzen Tag heute schon rede, ne? Aber ich hab zwischendurch ganz eilig was gegessen. So. Okay, also das hat nicht funktioniert. Bei mir sagt halt immer reparierte Teleporter. Lass mal die Säulen von Xorgana probieren. Okay. So, dass wir einfach von der anderen Seite vielleicht kommen, weil, guck mal, hier sind wir nämlich oben. Und hier müssen wir nur 300 Meter in diese Richtung. Laut. So, mal, ich guck jetzt nochmal. Das wäre eigentlich gar nicht so. Das nicht angezeigt? Okay, doch, warte mal. Bei mir ist es jetzt aber der lila-farbene Questmarker, komischerweise. Ich guck mal kurz, was hat denn bei mir für eine Quest aktiviert? Nee, statische Panik. Die Probe. Wir müssten hier rüber. So. Boah, das war die Nummer. Oh, nö. Ja. Oh, nö. Ist gut, damit anzufangen. So, mal. Tobi? Ja? Moin. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Der ist auch noch nicht aktiviert. Nicht? Nee. Wir waren, glaube ich, noch gar nicht hier, weil das alles so durcheinander ist. Und hier ist dafür so eine Legierung wieder. Und? Ah, ich hab's genau gewusst. Oh. Aber wie? Wahrscheinlich Zielschießen. Oh nein, ich muss aufladen. Danke dir. Nice. Ist wieder offen. Das war's schon. Cool. Legierung. Nahes Geheimnis. Hopp. Aber wie war das nochmal? So. So. Hua. Oh, da unten laufen die Dinger wieder rum. Die liebe ich ja.
Okay, Nas Geheimnis. Ja. Ist da oben vielleicht noch was? Nee, ne? Hier war aber irgendwo so eine Plattform, wo man einstampfen konnte. Das weiß ich noch ganz genau. Ich bin aber, der aber ist das hier? Weil wir waren hier offenbar noch nicht. Wir haben die Legierung nicht mitgenommen, wir haben den Teleporter nicht aktiviert. Das sieht ehrlich gesagt so aus, als wären wir noch nicht hier gewesen. Aber ich sehe gerade, das nahe Geheimnis habe ich gerade entdeckt. Hopp. Tobi! Lecker! Köstlich! Oh, du hast einen Penis gegessen! Ja, wie schmackhaft! Oh, süßer Nektar, süßer Honig! Oh, ich feiere diese Dinger hier einfach, ne? Mäu, mäu! Ich wäre auch gern so einer. Oh. Tobi? Hast du ihn angegriffen? Au! Au! Ah, gut. So, warte, wir müssen, glaube ich, hier rüber. Und ich glaube, da hinten ist das, was wir suchen. Das knackende Podest. All readings are showing you are close to a very unstable substance. Please scan it so I can provide you with more accurate information. Ja, da hinten explodieren aber alle. Wir sollten vorsichtig sein. Irgendwas wird hier passieren. Für die Wissenschaftler ist das jetzt, was du machst, ne? Ja. Die Quest. Ja, genau. Das ist die jetzt hier auch bei mir. In pink. Achso, nee, nicht für die Wissenschaft, sondern ich mache gerade statische Panik. Du bist grad, das hab ich nicht. Du bist gerade bei wissenschaftlichen Experimente. Statische Panik war primär, ganz oben. Statische Panik. Nee, ich kann keine Quest, ich kann sowieso keine Quest auswählen. Ach so. Also ich hab kein Menü. Also, wie kommst du ins Menü? Mit J und dann gehe ich auf Journal oben. Oh, ich habe doch ein Menü. Okay, wie hieß die, wo du hast? Statische Panik. Ja, das habe ich jetzt auch, aber in pink trotzdem. Ja? Nee, die ist jetzt in gelb. Hä? Das ist sehr mysteriös. Also das ist auf jeden Fall hier, ne? Ja, und ich glaube, wir müssen hier irgendwie... Sag ich doch die ganze Zeit. Lass mich raten, wir müssen wahrscheinlich... Oh, das hat nicht funktioniert. Wie können wir diese Barriere durchbrechen? Aber ich scanne mal kurz. This plant is generating a strong lightning field. Nothing can go through. The field will need to subside before you can extract a sample. As always, proceed with caution. Or we can always reprint you. Okay, die Dinger gehen da immer hin, ne? Und dann explodieren die da, glaube ich. Ja, vielleicht müssen wir die mit Elektro-Dings, weil der eine ist gerade hingegangen, den muss elektrifizieren. The more electricity you'll have to deal with. You've got to defend the fruit if you want the electricity to subside. Crap. One got through. It strengthened the electric. Ah, wir müssen die Viecher umbringen. So, das ist nicht so schwer. Try shocking them. Grab a lightning seed from one of those plants. Okay. Ich gehe mal auf die andere Seite. Sollen wir die jetzt umbringen oder schocken? Ja, beides ist, glaube ich, eine gute Idee, ne? Umbringen, durchschocken vielleicht? Jetzt sind sie alle tot. Aber wenn ich die Pflanze nehme und Q drücke... Ach so, wir sollen wahrscheinlich auf die Pilze schießen, oder? Ich hab keine Ahnung. Hä, warum schießt denn der links daneben? Okay, der Pilz geht gar nicht. So, ich mach den sauer, du schießt auf den Pilz, ne? Ich stell mich mir mal in die Nähe, dann kommt er zu mir gelaufen. Auf welchen Pilz? Auf den da? Oder geht das automatisch? Kriegen wir automatisch eingewischt? Ich bin unsicher. Keine Ahnung. Der Pilz ist grau geworden. Wir müssen also eventuell diese weißen Pilze... Wir müssen die eventuell zu den weißen Pilzen locken. Warte mal. So, jetzt kommen die beiden hierher. Einer müsste da eingewischt kriegen, hoffe ich. Oh, der hat beide erwischt. Cool. So. Ach, da hinten bei dir ist noch ein Pilz, ne? Genau. Unter dir. Hier in der Mitte ist auch noch einer. So. Machen wir das Richtige? Ich habe keine Ahnung. Stabilität des Schreins 29%. Jetzt bei 30%. Okay, warte. Hier kommt auch noch einer her. So, warte.
Haben wir denn noch andere? Oh, jetzt ist damit dann so ein weißer Pilz. Wir müssen vielleicht die Pilze alle auf Standby kriegen. Alle gleichzeitig, meinst du? Wenn ich einfach hier sage. Stabilität des Steins 36%. Ich dachte, vielleicht hilft das, aber irgendwie... Und wenn wir, oder ist immer noch gleich? 44%. Ist das gut? Stabilität muss sinken oder steigen? Das. Ich bin unsicher. Also, 100% Stabilität ist ja eigentlich gut, ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Ja. 49. 51%. Oh, das dauert aber ganz schön. Hopp. Oh, das ist nicht gut. Na jetzt. Geschütze. Okay, weiter so. Wir machen das Richtige. Okay, das ist gut. Ja. Glaube ich. Ich mache mal den Pilz hier oben, der sieht auch gut aus. Guck, vielleicht kann man gleich mal drei hierher locken. Vielleicht, dann können wir mal gucken, ob es dann vielleicht schneller hochgeht. Halten nicht so lange. Oh, das ist nice. Das ist nice. Ja, super. So, der ist gerade nicht weiß. Oh, da oben. Warte, da kommen welche. Oh ja, sehr gut. Und hier nochmal kurz warten. Dann können wir den auch aktivieren. Spitze. Ja, Schrein nimmt ab. Sieht gut aus. 77%. Ja, es dauert. Ich schütze den Schrein. Ich schütze den Schrein. Oh nein, Jan Delay. Was? Nee. Ja, Mama sagt, alles klar. Läuft. Cool. 89%, Tobi. Läuft bei uns. Ja, mach den da drüben nochmal, wa? Ich glaube, geh mal hier oben zu dem. Warte, hier. Ja, Vorsicht, hinter mir. Hinter mir müssten noch welche laufen gerade. Nee, ach, hier drüben. Ja, hier. Spitze. Genau, die meinte ich. Die mach ich mal so weg. Oh, ich glaube, wir haben es, ne? Ja. Echt? Ja, Probe aus dem Schrein, let's go! Geil! So! Mama wäre stolz! So! Ach, prima! So, haben wir! Schön, das heißt, wir können jetzt Elektropflanzen nehmen. Das heißt, wir können endlich diese Türen aufmachen, oder? Ja, wir müssen erstmal Upgrade holen an Bord des Raumschiffs, glaube ich, ne? Ach ja, stimmt. Ja. Komisch, die sagt ja diesmal gar nichts. Die KI sagt ja nichts, die meldet sich gar nicht. Das ist aber jetzt enttäuschend. Also. Ja. Wirklich, ne? Also ich mach mir jetzt Linux drauf. So, da ist gleich noch ein. Ist da drüben noch ein Knubbel? Haben wir mit Zed mal geguckt, ob da vielleicht ein Secret ist drüben? Bevor wir jetzt zurückdüsen, warte mal. Hast du ein Penis? Ja, hier, genau, hier ist gar nichts. Aber auf der anderen Insel ist ein. Ja. Da ist ein Penalo. Ein Pinalo. Dann holen wir den mal kurz. Nahes Geheimnis. So, 30 Meter, das müsste genau unter dieser Insel sein hier irgendwo. Ich weiß aber nicht genau, wie man da hinkommt. Nein. Oh Gott. Nein. Ich zeig's dir. So, die falsche Insel. Du fliegst ja wieder zurück, ne? Ach so, ich dachte, das ist hier drüben.
Da unten, nee, ich glaube da unten, also ich habe Angst, dass ich sterbe, wenn ich da jetzt runterspringe, aber da ist auf jeden Fall noch was, wo man sich festhaken kann. Warte mal. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn ich mich da festhake. Warte mal, 30 Meter, hier oben ist aber auch meiner. Also kann sein, dass ich gleich sterbe, ne? Ja, ja, mach mal. Aber man schwingt man dann auch einmal rum oder so? Das sieht so gefährlich aus. Das sieht aus, als würde man dann. Wo bist du denn? Hör ich dich gerade? Nee, ich bin hier drüben. Hier ist so eine Stampfplatte hier drüben, wo ich gerade bin. Oh, die möchte ich ehrlich. Aber ich möchte. Die möchte ich nicht verpassen, aber ich möchte auch da dran. Gut, da ist aber auch nur ein Penis drin, ne? Also. Okay, man muss, glaube ich, aus der Richtung, da wo Tobi gerade geslidet. Kannst du da, wo du gerade geslidet bist, wieder zurücksliden? Nee, ne? Ich glaube ja. Warte mal. Ich muss ja gerade noch so ein komisches Viehblatt machen. Ja. Weil ich glaube, wenn du aus der anderen Richtung kommst, kannst du an dieses Ding da unten dran und in die richtige Richtung schwingen. Ich glaube, dann kommst du an Pinalto. Also jetzt quasi wieder zurück, sagst du? Genau. Achso, du gehst da links rüber. Okay. Oh, tschüss. Gut. Ja, na gut, das geht natürlich auch. Oh, ich lebe wieder. Wie geht das denn? Stirbt man nicht sofort? Ich weiß es nicht. Vielleicht ich nicht, weil ich nur eine Kopie bin. Frag mich nicht. Ah, ist natürlich gemein. Wo ist jetzt das Ding, wo du hin willst? Hier drüben, wo ich stehe. Guck mal hier, ne? Ja. Ja. Und zu deiner Linken müsste hier da so. Da. Da geht so ein Slider los. Warte mal, ich geh nochmal zu dir rüber. Ich komm. Siggi. Sieht sehr heldenhaft aus, wie du es machst. Dankeschön. So, wo jetzt? So, guck mal, da unten ist so ein Greifer, ne? Hier so. Ja. Wenn wir von hier rüber schwingen, dann schwimmen wir wahrscheinlich ins Leere. Wir müssten also theoretisch von da hier rüber sliden und dann da dran springen. Aber wie das geht, weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine? Gut. Hätte ich natürlich auch. Ich dachte vielleicht von drüben, von deiner Insel. Oh, Alter. Ach, dann kommt man hier drüben wieder hin. Okay, doch, warte mal, das geht. Das geht. Aber wo ist jetzt das Ding? Du hast gar nicht verstanden, was ich meine, ne? Du musst aus der Richtung, wo du gerade bist, du hättest auf diesem Slider, hättest du gleich wieder zurücksliden müssen, um unten an diesen Böppel zu fassen. Ach, da unten, jetzt sehe ich auch, was du meinst. Ja, hier so. Ich könnte es auch selber machen, aber ich stürze bestimmt hier schon ab. Soll ich mal? Ja, probier mal. Ich bin bei Höhen, habe ich halt, ne? Da bin ich immer so ein bisschen... Aber du kannst halt einfach von da nach unten springen und dich da unten festhaken, oder? Aber ist das nicht die falsche Richtung? Das weiß ich nicht. Aber da unten ist auf jeden Fall was, wo du dich festhalten kannst. So. Ich bin da. Ich hab's gefunden. Ja, auf jeden. Cool. Und da ist tatsächlich, wie gedacht... Oh, warte mal, wie croucht man denn mit C? Hier ist auch wie gedacht... Oh, Alter, ich schwitze Blut und Wasser bei sowas. Ich kann mit diesen Höhen im Spiel einfach nicht umgehen. Oh, so, wir haben's. Und jetzt werde ich für immer hier wohnen, Tobi. Ich komme hier nicht mehr weg. Ach komm. Hier ist noch so eine Dings, wo wir einstampfen können. Dann mach ich das alleine. Nee, ich komm schon. Ich weiß noch nicht wie. So, warte. Ja. Ah, sieht doch gut aus. So, jetzt darf nur nichts schief gehen. Ich hab nämlich... Ach doch, hab ich noch. Oh, puh. Oh, zum Glück hatte ich den. Ja, nice. Oh, ich will nie wieder... Puh. Ja, hallo. Wo bist du denn? Rechts rum. Ach, das Ding. Ja, das kennen wir ja noch. Ja, dann, ja. Ne? Let's go. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, let's go. Oh. Oh, da hängt ein Penis von der Wand. Ah, ein Drop-Penis. Prima. Ja, das hat natürlich gut getan. Wie macht man den Stampfer? Hochspringen und dann Steuerung. Ah. Kaboom. Superst. Oh nein, siehst du, hat perfekt gepasst. Wir sind nämlich bei 40 Minuten schon wieder. Ja, schön. Schon wieder viel zu lange. Tobi, alter Kumpel,
Ja, dann, ja, aber immerhin, wir haben das Schockding, müssen wir dann noch einlösen. Wir haben ja hier ein Portal auf der Insel. Das machen wir nächste Folge. Und dann können wir theoretisch nochmal ins Schneegebiet die Schocktür öffnen, da die Circuits rausbaggern. Und eigentlich haben wir dann alles, was man so haben kann, was diese Dinger angeht, ne? So Granaten und sowas. Dann müssen wir echt gut gerüstet sein. Hoffen wir mal. Also mal gucken, was passiert. Nächste Folge sehen wir mal weiter. Dann können wir noch ein bisschen was holen. 70 Penen haben wir schon, 30 insgesamt fehlen uns noch. Ich glaube, wir kommen gut durch. Schön. Ich glaube auch. Wir sind bei wie viel Prozent? 70, glaube ich sogar schon. Ne? Genau, bei 70, als wir angefangen haben. Jetzt sind es bestimmt schon 71. Mal gucken. Jetzt sind es 80. Boah, ja, wahrscheinlich, weil wir jetzt 2 Penen gesammelt haben. Gefühlt ist das irgendwie so schnell. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und nächste Folge geht's weiter. Bis dahin.